Komm zum Sitzen, schließ deine Augen und nehme hier ein paar Atemzüge ein und aus durch die Nase. Entspann dabei deine Gesichtsmuskulatur. Entspann deine Schultern. Und wenn du soweit bist, kannst du langsam anfangen, deine Augen zu öffnen. Und wir fangen an mit unserer kurzen Yoga-Sequenz. Du kannst jetzt einmal deine Beine nach vorne sliden. Wir fangen an mit einem Warm-up für die Füße. Den rechten Fuß einmal pointen, nach vorne strecken. Und dann den linken Fuß nach vorne ausstrecken, den rechten dabei flexen, zu dir ranziehen. Den rechten Fuß nach vorne einmal strecken, der linke bleibt dabei geflext. Und dann andere Seite, den linken Fuß einmal nach vorne pointen, wie die Ballerina. Und jetzt den rechten Fuß wieder pointen. Und jetzt können wir das ein bisschen schneller machen. Aber wenn du das gerne bevorzugst, ein bisschen langsamer zu machen, kannst du gerne hier das nochmal langsam ausüben. Aber für diejenigen von euch, die jetzt ein bisschen hier das bisschen schneller ausüben wollen, dann einmal pointen, flexen, pointen, flexen. Und jetzt machen wir Kreisbewegungen. Dazu die Füße ein bisschen weiter nehmen. Einmal nach innen und dann nach außen die Füße bewegen. Auch hier wieder in deinem eigenen Tempo. Einmal die Füße nach innen bringen und dann nach außen. Sehr schön. Nach innen und dann nach außen. Und dann in die andere Richtung. Nach außen und dann nach innen. Nach außen und dann nach innen. Sehr gut gemacht. Jetzt kommen wir auf alle Viere. Hände sind schulterweit entfernt, Knie hüftweit entfernt, Schienbeine parallel. Jetzt bewegen wir einmal die Schulter nach vorne und zurück und wärmen dabei unsere Handgelenke jetzt auf. Jetzt geht es hier um die Handgelenke, dabei die Hände flach lassen, Bauchnabel einziehen. Und du kannst hier so weit nach vorne gehen, wie es für dich am besten ist. Noch ein paar Mal nach vorne und zurück bewegen. Jetzt einmal die Hände umdrehen. Die Fingerspitzen zeigen Richtung Knie. Diesmal nehmen wir die Hüfte zurück Richtung Ferse und dann wieder nach vorne bewegen. Achte darauf, dass du die Handflächen Richtung Boden drückst hier. Und du kannst hier die Hüfte so weit nach hinten nehmen, wie es sich für dich am besten anfühlt. Auch hier wieder geht es um die Handgelenke bei diesem Stretch. Dann langsam die Hände wieder nach vorne drehen. Bring jetzt einmal die Knie zusammen und die Fußgelenke auch zusammen. Setz dich nach hinten. Wir dehnen jetzt die Vorderseite der Füße. Und die Option wäre jetzt, sich so hinzusetzen, mit den Zehen aufgesetzt, falls sich das unangenehm anfühlt, an der Vorderseite der Füße. Nackenstretch. Einmal die linke Gesichtsseite mit der rechten Hand greifen und dein rechtes Ohr Richtung rechte Schulter nach unten bringen. Atme ein. Atme aus, entspann die linke Schulter nach unten. Mit der Einatmung wieder zu, mit der anderen Seite. Die linke Hand greift nach der rechten Gesichtsseite.
Mit jeder Ausatmung dein linkes Ohr Richtung linke Schulter bringen. Mit der Einatmung lösen. Komm wieder in den Vierfüßlerstand. Jetzt wärmen wir einmal die Hüfte auf. Wir machen jetzt Kreisbewegungen. Die Hüfte einmal nach rechts, vorne, links, nach hinten bewegen. Schöne Kreisbewegungen. Kannst gerne kleine Kreisbewegungen erst machen und dann immer größer werden und größer werden. Dabei den Bauch schön festlassen. Und in die andere Seite, nach links, vorne, rechts und hinten. Bauchnabel einziehen, sehr schön. Auch hier ist überlassen, wie weit du dich hier nach vorne und zurück bewegst. So, wie es sich für dich am besten anfühlt. Und dann komm wieder zur Mitte in den Vierfüßlerstand. Katze, Kuh, mit der Einatmung Blick nach oben Richtung Decke. Und mit der Ausatmung drückst du den Boden weg von dir. Bauchnabel einziehen. Mit der Einatmung öffnen, Herz, schau nach oben. Mit der Ausatmung Richtung Bauch schauen. Mit der Einatmung Blick nach oben. Mit der Ausatmung Blick Richtung Bauch. Mit der Einatmung nach oben gucken. Wenn ich dir zu schnell bin, kannst du es gerne langsamer ausüben. Ausatmen. Mit der Einatmung wieder Blick nach oben, leichtes Hohlkreuz. Ausatmen, den Boden weg von dir schieben. Atme ein, Blick nach oben. Atme aus, Bauchnabel einziehen. Atme ein, komm wieder hier in den neutralen Vierfüßler. Und wir steppen jetzt den rechten Fuß nach vorne. Rechte Hand auf einer Ebene mit dem rechten Fuß. Und wir kreisen jetzt unseren linken Arm ein paar Mal nach vorne und zurück, wenn du soweit bist. Einatmen, linken Arm nach vorne nehmen, ausatmen, zurück. Atme ein, nach vorne, aus, zurück. Auch hier, wenn ich dir zu schnell bin, kannst du es gerne ein bisschen langsamer ausüben. Mit jeder Einatmung den linken Arm nach vorne nehmen, aus, nach hinten kreisen, ein, nach vorne, aus, nach hinten, ein, nach vorne, aus, nach hinten. Andere Seite, jetzt diesmal nach hinten und dann nach vorne. Mit der Einatmung nach hinten, aus, nach vorne, ein, nach hinten, aus, nach vorne, ein, nach hinten, aus, nach vorne, ein, nach hinten und aus, nach vorne. Sehr schön. Jetzt einmal den rechten Fuß zurücksteppen. Bring deine Knie zusammen, die Füße zusammen. Stellung des Kindes. Streck die Arme nach vorne aus. Mit der Ausatmung die Stirn ablegen. Du kannst auch gerne hier ein Kissen unter deiner Stirn ablegen. So, wie es sich für dich am besten anfühlt. Atme ein und völlig aus. Linke Hand neben dem linken Fuß. Wenn du soweit bist, mit der Einatmung den rechten Arm nach vorne nehmen, mit der Ausatmung zurück. Mit der Einatmung den rechten Arm nach vorne, aus, zurück. Ein, nach vorne nehmen den Arm, aus, zurück. Atme ein, nach vorne, aus, zurück. Atme ein, aus. Jetzt die andere Richtung, nach hinten erst und dann nach vorne. Atme ein, nach hinten, aus, nach vorne. Atme ein, nach hinten, aus, nach vorne. Atme ein, nach hinten, aus, nach vorne, atme ein, nach hinten, aus, nach vorne. Sehr schön. Dann einmal den linken Fuß nach hinten steppen. Und jetzt steppen wir einmal den rechten Fuß zurück. Rechte Ferse nach unten schieben Richtung Yogamatte.
Bauchnabel dabei einziehen, Schulterblätter weiten. Da spürst du hier den wunderschönen Stretch in der Rückseite deines rechten Beines. Und dann einmal die Seite wechseln, den linken Fuß nach hinten steppen, linke Ferse nach unten drücken Richtung Boden. Bauchnabel einziehen, atme ein. Und aus. Atme ein. Und aus. Langsam lösen. Jetzt kommen wir in den herabschauenden Hund. Dabei die Hände nach vorne nehmen und die Hüfte nach oben und zurückschieben. Abwechselnd die Beine anwinkeln hier. Eine Ferse nach unten drücken und dann die andere. Das fühlt sich ganz toll an. Vor allem morgens, wenn man so ein bisschen, ja, nicht so geschmeidig sich anfühlt. Halte jetzt deinen herabschauenden Hund, atme ein und aus. Nochmal einatmen. Und mit der Ausatmung kommen wir jetzt nach vorne. Vorwärtsbeuge, greif einmal deine Ellbogen. Wenn es sich gut anfühlt, kannst du gerne hier die Arme von Seite zu Seite bewegen. Der Kopf bleibt komplett entspannt. Kannst auch gerne das Gewicht nach vorne verlagern, Richtung Zehen. Und dann geht es jetzt einmal zum Yoga Squat Malasana. Einmal die Arme gegen die Knie drücken. Streck dich hier Richtung Decke. Und mit den Armen gegen die Knie drücken. Atme ein und aus. Nochmal so einatmen und mit der Ausatmung langsam deine Hüfte ablegen. Wir kommen jetzt in den Twist, die Knie zusammenlassen. Mit der Einatmung streck dich nach oben, nimm deine rechte Hand nach hinten, den linken Arm nach oben und jetzt drehst du dich einmal nach rechts. Versuch dich nach rechts aufzudrehen, über die rechte Schulter zu gucken. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Und aus. Mit der Einatmung wieder nach vorne gucken und mit der Ausatmung nach links aufdrehen diesmal. Rechten Arm über Kreuz nehmen. Atme ein, streck dich nach oben hier. Atme aus. Atme ein. Und aus. Mit der Einatmung nach vorne schauen. Und jetzt kannst du dich einmal ablegen. Du hast es geschafft. Shavasana, unsere allerletzte Pose. Die Beine einmal nach vorne ausstrecken und die Arme an der Seite platziert lassen. Der Kopf ist schön lang. Genieße jetzt deine allerletzte Pose. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du fühlst dich gut jetzt in deinem eigenen Körper. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Pass gut auf dich auf. Bis zum nächsten Mal.